liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Ich habe da den E-Mail bekommen, der Messbericht meiner Heizung. Und ich bin da schon ein bisschen enttäuscht von dieser Messung. Ich habe die Grenzwerte nicht alle erreicht. Jawohl. Die Heizung fährt da gerade runter, der Speicher ist gefüllt und die schaltet sich selber ab. Und die Messwerte, die drei Messwerte, Feinstaub waren, erste Messung 128 Milligramm Kubikmeter, zweite Messung 74 Milligramm Kubikmeter, dritte Messung 122 Milligramm Kubikmeter. Gibt einen Mittelwert von 98 Milligramm pro Kubikmeter Feinstaub. Und der Grenzwert wäre 50 Milligramm. Das heißt, ich habe fast um 50 Milligramm überschritten. Und ja, ich bin da ein bisschen sprachlos. Und ich zweifle auch an unseren Behörden, die vom hohen Ross herab Luftreinhalteverordnungen in Kraft setzen, die man nicht einhalten kann. Meine Heizung ist erst 3 Jahre alt und ich habe alles Erdenkliche gemacht, um diese Messung in den grünen Bereich zu bekommen und es ist mir nicht gelungen. Und jetzt, was ist jetzt? Ich habe sehr viel Geld da investiert in einen kleinen Wärmeverbund und jetzt habe ich eine Heizung, die nicht mehr alle Umweltauflagen erfüllt. Ich werde eine Übergangsfrist bekommen und das nervt mich. Das habe ich gar nicht gerne und ich stehe da ein bisschen hilflos im Raum. Jawohl. Und darum gebe ich unserem Staat, der solche Luftreinhalteverordnungen herausgibt und uns Bürger damit gewaltig unter Druck setzt, meinen schwarzen Fingernagel.